Folge 281 von Simotrans. Ja, wir haben hier drei Schifflein, oder waren es vier? Ich glaube, es waren sogar vier, ne, oder? Mal gucken. Ja, einer daneben. Da ist der dritte. Und waren das nicht vier? Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Da ist der vierte. Sixtes. Okay, das war falsch. So, da wollen wir mal gucken, was wir da machen wollten. Hatten wir letztes Mal drüber gesprochen und da war ja, glaube ich, auch ein bisschen was zu viel. Der mit der wenigsten Kohle, den hier, den schicken wir mal woanders hin. Weil ich glaube, der... Wieso haben wir jetzt alle nur 31? Da war doch einer mit 240.000, oder? Also er hat hier richtig Asche jetzt, oder war der erste? Nee, wir haben Dezember. War da nicht einer mit richtig viel Geld schon hier oben im Konto? Döbeln, 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 döbeln. Ach, da war wahrscheinlich dann einer eine andere Route, ne? Na, da müssen wir mal gerade hier nach Schiffen gucken, ne? Döbeln, Altenau. Und das andere ist das Hindenburg-Floto. Nee, war es nicht. Aber da können wir trotz alledem auch hier was austauschen vielleicht. Höhschiff, Raffinerie, Bretter, Getreide, Döbeln, Stadt Nordwald. Wir müssten mal kurz durchgucken. Da ist keine Passagierschiffe hier drauf, ne? Da ist nur Vieh. Ja, hier ist dann das. Ja, Riedenburg-Floto da noch, ne? Vielleicht war es der und mit so viel Gewinnen. Ne? Könnte natürlich auch sein, dass ich den aufgerufen habe. Dann würde ich sagen, der macht mal nicht mehr laden. Und wenn der dann soweit ist, dass der nichts geladen hat, oder haben wir einen, der gerade nichts geladen hat, das wäre ja natürlich noch die Möglichkeit. Ne, nee, die sind gerade alle voll. Außer der. Dann könnte der nämlich auf diese Linie hier, auf die Riedenburg-Floto-Linie. Da haben wir das. So, und dann hatten wir ja noch ja die Geschichte Riedenburg mit dem Stadtbus. Und dann gehen wir mal über die Karte gerade dahin. Und ich hätte mir überlegt, wir können das ja auch ein bisschen anders machen jetzt. Mach die mal alle nach da unten gerade. Und dann mal der geht nach links und der geht nach rechts, weil das ist der, den wir dann auf eine andere Linie bringen wollen. Riedenburg, Floto. Das müssen wir uns merken. So, und was ich machen wollte, ist, dass wir jetzt hier die Linien da nochmal arrangieren. Und ich habe dann gedacht, wir machen Linie 1, die liegt hier im Norden. Linie 2 liegt hier im Osten. Oder wir machen erstmal Linie 3 hier im Osten, dann Linie 6 hier und Linie 9 da, so wie es auf der Uhr ist, ne? Und notfalls können wir dazwischen noch eine machen. Na, das war so die Idee. Und da sollten wir dann mal anfangen mit. Wir brauchen aber einen zentralen Punkt, wo das losgeht. Und das, denke ich mal, ist dann hier. Und dafür machen wir jetzt mal eine neue Linie erstmal. Also wenn ich jetzt die Linien umschmeiße, die wir schon haben, dann haben wir nachher das Problem, dass die Leute, die an den Haltestellen weg sind. Na? Deswegen ist das dann nicht so dolle. So, neue Linie. Na, das war jetzt falsch. Doch, war richtig, oder? Neue Linie war schon richtig. Das ist jetzt Stadtbus. Radolfzell. Eins. Oh, außer uns sein. Wir wollen aber eins. So, Linie ändern ist das dann. Das bedeutet, er fährt von hier Schiff. Schiff halt. Alles klar, da haben wir wieder gut geklappt hier, ne? Schiff halt, kannst du gleich Linie löschen machen. Da ist das Auto. Neue Linie. Ja, können wir loslegen, ne? So. Fährt hier hin.
Nee, das ist schon Ost. So, fährt dahin. Fährt wieder zurück. Kann hier nicht durch. Egal eigentlich, ne? Dann fährt er halt dahin. Wieder zurück. Fährt er dahin. Wieder zurück. Ach so, da oben ist auch noch eine, ne? Fährt er dahin. Wieder zurück. Warte mal. Da sind noch zwei Halte, die da hingehen. Dann der zurück und der. Und ist dann die hinterhalte Straße das Richtige, ne? Ja, passt. Okay, Linie ist fertig. Ja, passt. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich schon. Ja, Linie 1 war schon gar nicht mehr, ne? Na, okay, passt schon. Machen wir jetzt Stadtbus Radolfzell. Linie. Ja, jetzt können wir noch überlegen, ne? Ist Linie 1 oder ist Linie 2? Ich mache mal Linie 2. Linie 1 ist ein bisschen weiter links dann. So, dann machen wir hier mal gerade ein Copy. Können wir das Steuerung C machen? Ich hoffe es, ne? Neue Linie. Und dann machen wir wiederum hier und fährt dahin, wieder zurück, fährt dahin, wieder zurück. Die beiden hatten wir schon, ne? Ja, komm, dann nimmt er den ja auch noch und wieder zurück. Warte mal, aber zurück ist sofort der da oben, dann passt das schon. So, das machen wir weg hier. Oh, jetzt haben wir natürlich Enter gedrückt. Hat gut geklappt hier auf der Tastatur, alles klar, ne? So ein Shit aber auch. Und Steuerung V, passt das? Ja, passt. Und das wird dann Linie 1. Fertig. So, und dann hatten wir hier gerade schon noch eine 133er, ne? So, das ist Stadtbus Radolfzell. Machen wir eine 3 dahin, ne? Gut, gehen wir ändern. So, das war jetzt hier. Fährt nach da, da und fährt nach da. Dann wieder zurück, fährt dahin, wieder zurück, fährt dahin, wieder zurück, fährt dahin, wieder zurück. Und ich glaube, fährt noch dahin, oder? Ja, einer geht noch. 12 sind es, ne? Ja, passt. Fertig. Linie erledigt. Eins, zwei, drei, vier. Vier ist schon ziemlich groß. Fünf, sechs, sieben war das, ne? Kann schon hinkommen, ne? So, dieser Halt ist, glaube ich, der Marktplatz, den haben wir jetzt noch nicht mitgenommen, ne? Nee, Marktplatz ist nicht dabei. Gut, dann neue Linie. Ne, einfügen nicht Quatsch, wir bleiben dabei. Das. Den hatten wir, aber den hatten wir nicht. Wieder zurück. Den, wieder zurück. Den, wieder zurück. Den, wieder zurück. Den wieder zurück und einen haben wir noch. Den
Und zurück geht es ja oben rüber. So, das ist wegzumachen. Steuerung V und das ist Linie Nummer 6, würde ich sagen, ne? Passt. Und dann gibt es noch eine neue Linie. Wieder hier, nach da, zurück. Oh, keiner mehr da. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das, weil wir das ja letztens da Lilienthal Rathaus so viele hatten, packen wir die nochmal hier mit rein, ne? Das war hier Lilienthal und dann nochmal Rathaus, dann passt das. So, und das ist jetzt hier wegzumachen. Steuerung V und das ist Linie Nummer 9, ne? Links. Passt. So, da sind keine Fahrzeuge drauf und das müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir das dann angehen, oder? Das wäre jetzt zu überlegen dann, ne? Okay, ich glaube, wir machen da große Gelenkbusse dann hin und los geht's, ne? Oder? Hier, da haben wir doch, dieser war das doch, glaube ich, oder? Oder war das der? Ne, ich glaube, der war noch größer. 70, 120, 52, 53. Ja, tatsächlich ist das der größere hier. Ah, das macht er ja automatisch. Und dann machen wir erstmal auf Linie 1 ein. Der. Und starten. Der. Auf Linie 2. Starten. Ja. Der auf Linie 3. Wo ist er? Starten. Der auf Linie 4. Haben wir nicht, sondern 6. Starten und dann haben wir noch einen auf Linie 9. Ja, starten wir mit dem auf Linie 9 dann und naja, hat gut geklappt, ne? Okay, da ist es noch. Ist dann auf Linie 6 keiner oder wie sehe ich das? Achso, den haben wir jetzt schon dann. Starten wir den, ne? Linie 6 sind jetzt nicht zwei drauf, ne? Nein. So, damit ist das erstmal erledigt. Die Linie haben wir. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die anderen Fahrzeuge, die da sind, ein bisschen aus dem Verkehr nehmen, ne? So, er fährt jetzt gerade leer durch die Gegend, ne? Oh, toll, ganz viele Verbindungen hier. Wo ist denn das? Achso, okay, war ja auch natürlich die Lilienstraße, ist klar, ne? Die sollten wir gerade nicht nehmen, ne? Wir sollten vielleicht diese nehmen. Hä, habe ich auch wieder falsch geklickt. Diese nehmen. So, jetzt haben wir es aber. Und da sind Verbindungen dran, ne? 3. So, Lilienstraße, Mühle. Ist der? Der hat auch gerade niemanden da drin, ne? Das bedeutet, der kann auch gerade nicht laden und der kann auch dann ausgemustert werden. Ja, entfernen wir den. So. Da ist nichts mehr auf der Linie drauf ist, können wir die Linie jetzt löschen. So, dann haben wir hier noch eine Radolfzeller-Linie. Da ist jetzt einer drauf. Linienthal ist klar. Titangasse, Verbindungen. Ist auch Linie 9 dabei, das passt dann schon mal. Und dann die Norddeutsche Mühle noch. Da ist Linie 1 drauf, das bedeutet, das passt schon. Dann würde ich sagen, gehen wir in das Fahrzeug, vor Fahrzeugdetails und ausmustern, wenn er leer ist, ne? Wenn er leer ist, kann die Linie weg.
So, nächster ist der hier, auch ein Bus drauf. Radolfzell-Linienstraße. War das der gerade, der Jupiterweg? Ne, da war es Titangasse. Wer fährt dahin? Linie 6 passt also. Norddeutsche Mühle hatten wir sowieso schon, ne? Linie 1. Also war ja schon Norddeutsche Mühle. Passt schon. Das heißt, er ist auch so zum Ausmustern und dann ist er weg. Dann können wir die Linie wegschmeißen, auf Deutsch gesagt. So, hier fahren schon mal zwei drauf. Ja, das ist dann mehr, ne? Konrad-Adenauer-Platz hat die Linie 2 da drin, 3 da drin. Lerchenweg hat Linie 3 auch drin. Ostdeutsches Rathaus. Die 6 und 9 hatten wir ja doppelt gemacht. Dann haben wir hier die 3 drauf. Seebacher Straße war das, dann Moosgasse. Ist die 2 drauf. Hier gibt es die 2 drauf. Alles ist gut. Und hier gibt es auch nochmal die. Ja, das ist die Lilienstraße. Da haben wir wieder gut geklickt, ne? Achso, Postauto sehe ich gerade, ne? Da muss da unten auf die Linien, auf die 1 bis 9, muss ja auch noch ein Postauto drauf. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir das erstmal hier so, dass wir den erstmal ausmustern, wenn leer ist, ne? Und bei dem gilt das Gleiche. Ausmustern, wenn leer ist. So, das bedeutet, wir müssen jetzt nochmal hier in die ganzen Linien rein. Aber ich gucke mal auf Uhr und sehe, dass wir die Postautos dann doch in der nächsten Folge machen und diese hier unten natürlich das Ausmustern auch da erst machen können. Ist denn schon einer irgendwo, der mal leer ist oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, wie gesagt, da kümmern wir uns in der nächsten Folge dann drum, dass die hier alle weg sind, ne, oder? 100 km/h können die fahren, naja, eigentlich brauchten die nicht so eine Stadt so schnell fahren, ne? Wie sind denn da jetzt noch drinne? Okay, der hat noch ganz viele. Da sind noch immer allerhand Leute im Bus, ne? Der auch. Oh, der ist sogar noch voll. Obwohl sie alle auf Nichtladen stehen, ne? Das ist ja der Hammer, ne, oder? Was ist da falsch an den Linien, dass das so passiert? Warum fahren die nicht zurück zur Linienstalle? Ach so, ist irgendwo ein Stau oder was? Ja, sieht man so, ne? Wird auch Zeit, dass die Busse größer werden und weniger Fahrzeuge hier in der Stadt sind, ne? Hat da einer Wartezeit in irgendeiner Linie? Das wäre noch fataler dann, ne? Okay. Ist der jetzt leer? Nö, der ist noch voll. Ach, der hat eine andere halt. Jetzt müsste er aber leer sein und weg sein dann, ne, oder? Alter, 24 von 46. Irgendwie passt hier was nicht, oder? Wer ist denn jetzt mal hier im Ziel? Der fährt schon die nächste Runde, oder was? Ja. Machen wir schneller, bis sie zu sind, ja? So, einer ist weg. Zwei weg. Drei weg. Und der fährt gar nicht mehr weg, oder was? Doch, jetzt ist er auch weg. Gut. Okay, dann haben wir das geschafft. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.